junge Wilde, vielleicht nicht mehr ganz jung an Lebensjahren, aber wenn Sie die Bilder betrachten, so diesen jungen wilden Strich, den hat sie sich über ihre Jahrzehnte erhalten. Und genau da rein knallen jetzt diese jungen oder neuen Wilden. Die wollen wieder figurativ malen und wollen Farbe auf die Leinwand bringen. Und dazu gehört eben auch Elvira Bach. Da hat diese Künstlerin einfach ihr Thema gefunden. Frauen, Frauen, Frauen. Wunderbar farbig und richtig groß. Ich schätze mal, die Größen sind so 2 Meter mal auf 2,50 Meter. Stella Watt. Ganz frisch dieses Jahr gemalt. So eine Frau mit Ringelleggings und auffällig gemustertem engen Kleid inklusive hochhackigen Pumps. Das ist Inszenierung. Ich meine, wer darf schon in Guggenheim, New York ausstellen? Nicht jeder, aber 88 Frau Bach. Und im MoMA hängt auch ein Werk von ihr. Und ihre Column Paintings in 90er Jahren in der Berliner U-Bahn. Fazit? Flexibler Facettenreichtum für Feinschmecker. Figurativ, frech, feurig, frivol, fesselnd. Faszination Frauenpower. Frohes Farbfest. Finale, finito, fertig, Feierabend. Viel Vergnügen. Zum Beispiel im Kunstbrockhaus können Sie lesen, sie beschäftigt sich in ihrer Kunst mit verschiedenen Aspekten des Frauseins, wobei sie sich einen bestimmten Frauentyp, grell geschminkt mit breitem Mund und breiten Schultern, bedient, den sie in plakativer Farbigkeit signierhaft in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten stellt.